Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Trove. Ja, es gab mal wieder einen kleinen Patch und das erste, was mir jetzt ehrlich gesagt aufgefallen ist, ohne dass ich sehe und ohne dass ich jetzt diesen Fußball, der da hinten im Hintergrund irgendwie gerade rumgeflogen ist, beachte, ist, dass wir, oder, unter V keine Potions mehr machen können. Zumindest nicht hier. Wir werden dann mal später noch in unserem Haus schauen, ob wir es da herstellen können. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Das Hut unten ist ein bisschen anders. Da hat man jetzt so zwei Zeichen, ob man im Kampf oder im Baumodus ist. Und unter Inventar, es gibt diese Flaschen, diese Elysian-Flaschen. Und die stellen auch wieder Leben her und die kann man wieder auffüllen. Aber ja, diese Station, wir müssen mal schauen, die ist wahrscheinlich Mörder schwer zu craften. So, aber in der letzten Folge hatte ich gesagt, wollen wir Richtung, egal, wollen wir in das neue Adventure-Portal gehen und das werden wir jetzt auch erstmal tun. Oder auch nicht. Geht schon wieder irgendwas. Diesmal kann ich schießen, diesmal bin ich runtergefallen. Dann gucke ich halt kurz, was da leuchtet. Ah, okay, das ist eine Rejuvenation Station. So. Okay, das heißt, wenn ich jetzt das nehme, geht nicht, weil ich voll Leben habe, kann ich den dann. Kann ich den dann wieder auffüllen? Aber jetzt wollen wir eigentlich erstmal. Ich guck mal, ob wir in den ersten kommen. Geht auch nicht. Will es etwa jetzt schon wieder rumbacken? Nee, aber hier geht der eh. Daran kann ich. Gut, die kann man eh nur überfahren. Ich schau mal, ob es noch höher. Ups. Das nervt doch schon wieder massiv. So, gucken wir mal, ob dieser kurze Relog sozusagen was gebracht hat. Ja, er hat was gebracht. Dann muss ich wenigstens die Folge nicht neu starten und kann einfach ganz weiter hier machen. So, wir sind in dem nächsten Levelbereich und wie wir ja schon wissen, ist das dieser normale Forest. In Verbindung mit dem Cursed, okay. Das? Ach, das ist ein geclaimedes. Aber schick, schick. Genau, wir wollten jetzt eigentlich auch mal ein Gebiet claimen, wenn wir jetzt eins finden, natürlich. Fumizidohr, okay, cool. Ist dann wahrscheinlich das Level 2 Ohr. Denn so häufig, wie das vorkommt, glaube ich nicht, dass es selten ist. Aber wir haben es noch nicht, deswegen baue ich das Ganze mal ab. Und dann können wir weitergehen. Hier ist ein Gebiet, was wir claimen können. Das können wir gleich mal machen, kurz. Zack. Und dann können wir mal hier kurz in die Crafting Bench schauen, ne? Da. Können wir, ja, die können wir sogar bauen und die ist sogar recht günstig, dann machen wir das mal. Müssen wir natürlich jetzt noch ausrüsten. Items Crafting. Ach, da ist er. Den letzten Slot auf die 8 und dann
packen wir die da hin und dann können wir da unsere Flask auffüllen. Ansonsten haben wir sonst noch irgendwas, was jetzt, das ist der Converter, aber wir haben keine roten Metal Cube können. Okay, was ist das? Craften wir auch mal. Weil wir haben diese Flames und die konnten wir bisher nur für Bomben ausgeben. 8, gucken wir uns das Ding da auch mal an. Okay. Gold, Cornerstone Foundation. Und Metallic Brown. Okay, den Rest müssen wir erst erlernen. Metallic Red. Metallic Brown. Cornerstone Foundation ist wahrscheinlich dann die Farbe. Okay, cool. Und was haben wir hier noch? Gold Money. Wir brauchen aber dieses Infinium und das ist relativ selten. Haben wir schon eine Forge? Ne, haben wir auch noch nicht. Ich crafte jetzt einfach mal alle Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben als Crafting Geräte, damit wir einfach da das einmal haben und dann auch sehen, was für Möglichkeiten uns geboten werden. Sozusagen. Naja, das ist für den Flux, wo wir unser Equipment stärken können. Ja. Ich entschuldige mich gleich mal, wenn ihr jetzt meint, oh, der, was macht denn der immer so mit einem Satz? Ich gähne ab und zu. Denn ich hatte eine sehr kurze Nacht. Denn wir haben einen Welpen zu Hause und wie es halt so mit Babys und in dem Fall auch der Welpe zählt da dazu, ist, kann das sehr kurze Nächte bedeuten. Ah, jetzt hatte ich gerade auch schon wieder. Ich weiß nicht, was ich da genau sagen wollte. Aber eben, das bedeutet halt meistens sehr kurze Nächte und ja. Leider ist das so. Gut, aber das soll uns jetzt hier nicht abhalten, weiter durch die Welt zu streifen. Ich habe eine Bombe gelootet, warum auch immer. Da ist so ein Slide Mushroom Man, der wahrscheinlich da drin ist. Gucken wir mal, ob wir einen Eingang finden. Denn auch hier müssen wir wieder die Aufgaben erfüllen. Jetzt nicht der Eingang da oben. Na gut. Na, unnett. Das wäre jetzt gemein gewesen. Da will man sich da hochbauen, dann wird man angegriffen und fliegt runter. Dann will ich mal heilen. Und dann halt gleich zwei Spinnen. Wow, was Blaues. Krasser Schied. Man hat natürlich deutlich mehr Schaden. Zwar ein bisschen weniger Leben, aber nicht viel. Und halt deutlich mehr Schaden. So. Entweder hatten wir jetzt Glück oder hier wird alles blau, aber ich hoffe einfach mal, dass wir Glück hatten. So. Wäre das auch erledigt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier endlich mal reinkommen. So. Dann wieder umswitchen auf Angriff. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hin müssen. Da hoch auf alle Fälle. Schaden gekriegt. Aber, nichtdestotrotz, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hier weg von der Falltür.
So, dann werden die auch kaputt. Das heißt, du musst hier echt krass Jump'n'Run-mäßig da sich hier durchkämpfen, um hier hochzukommen. Wo wir lang müssen. Das war wahrscheinlich die falsche Richtung. Oh, ich war eine Kacke, ey. Jetzt müssen wir schon mal wieder ganz unten. Ja, jetzt versuche ich nochmal hier hoch. Ich nehme schon davon aus, dass wir hier gar nicht so verkehrt waren. Und da zum Beispiel hier hoch. Kann man es nicht abbauen. Ja, kann man aber. Das bringt uns in dem Fall nichts. Sondern wir müssen jetzt hier erstmal hoch. Das ist nämlich ein Gegner. Den ihr wahrscheinlich auch gerade gesehen habt. Und der muss erstmal besiegt werden. Oder? Wo ist er jetzt? Na egal, lass mal. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt hier weiter müssen. Aber dann dachte ich, würde ich jetzt einfach sagen, spontan höher. Aber irgendwie geht es nicht so einfach höher. So, ja, wir fahren uns mal hier hoch. So. War was im Weg und deswegen ging es nicht hoch. So. Dann fahren wir mal weiter hier hoch. Und da sind wir schon angekommen beim Mushroom Man. Boah. Das sind aber viele und machen auch unnett Schaden. Können wir das ja hoffentlich dann auch relativ einfach auffüllen. Das heißt, es gibt dann keine Heal Potions mehr hier in dem Spiel, sondern tatsächlich nur noch wahrscheinlich diese 15 Flaschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so toll finde, dass das jetzt so geregelt wird. Aber auf alle Fälle sind wir jetzt nicht mehr die Flaschen angewiesen. Vielleicht gibt es auch die Flaschen, obwohl doch die Flaschen muss es noch geben für die Teleport-Bottles. Irgendwie kommen immer neue Monster. Das heißt, wir müssen erstmal wirklich den Typen besiegen. Bringt uns sonst hier nicht weiter. Aber der Typ ist gleich besiegt. Schreibe mich mal kurz. Und jetzt können wir Bienen. So. Und dann wäre das geschafft. Boah. Und wieder was Blaues. Also ist das wahrscheinlich normal, dass man jetzt hier blau bekommt. Aber der ist nochmal einen Ticken besser als den, den wir hatten. Sehr gut. Der sieht auch schöner aus. Das möchte ich jetzt hier mal dazu sagen. Hübsches Teil, hübsches Teil. Mal ganz kurz hier, so, zack. Kurz noch Screenshot gemacht. Und da drüben ist wahrscheinlich unser Gebäude noch. Und da ist ein Gebiet zum Claim auf alle Fälle. Was ist da unten? Ah, oh, so hoch ist der Fallschaden nicht. Das ist eine Flaschenpflanze. Und dann gehen wir doch mal zurück zum Häuschen oder zumindest zu dem Gebiet hier, was wir claimen können. Wir siegen kurz noch Mr. und Mrs. Spinne, die uns gerade der Meinung sind, unser Haus zerstören zu müssen, was ich nicht nett finde. Übrigens bekommt man komplett die Blöcke. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Refillen. Ja, ganz einfach. Nicht mal mit Wartezeit. Ja, schön. Ja, schön.
Dann wird es schon mal erledigt. Wir haben zwar immer noch keine roten Blöcke gefunden, aber wir haben auf alle Fälle schon mal bessere Ausrüstung gefunden. Und jetzt gucke ich noch mal, ob wir noch irgendwas craften können. Workbench. Die schon. Forge. Ne, haben wir nicht. Gut. Dann mache ich jetzt noch die Workbench. Zum guten Schluss. Denn das Zeug haben wir auch zusammen. Und was die Cube Bench, genau, was die Workbench kann und was wir dann noch machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.